Hi und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Andreas Straub und in der heutigen Folge möchte ich euch erklären, wie man in Lightroom ganz einfach die Sonne malen kann. Auch wenn die nicht da ist, kann man die dazu malen und so gewinnt das Bild deutlich an Wirkung. Und dazu wechseln wir jetzt zum Lightroom. Ich habe ein paar Bilder für euch vorbereitet, an denen ich darstellen möchte, erstens, warum ich die Sonne eigentlich in die Bilder reinmale und zweitens, wie es geht. Also einmal zum Warum. Ich habe festgestellt, dass ich persönlich diesen Gegenlicht-Look sehr mag und wenn ich die Bilder damit erstelle und veröffentliche, kriegen die deutlich mehr Bewertungen als ohne Gegenlicht, beziehungsweise wenn da normale Lichtverhältnisse herrschen. Und ja, deswegen mache ich das gerne und oft. Natürlich versucht man das ja auch immer beim Fotografieren, das so hinzukriegen, dass man auch Gegenlichtsituationen hat. Dann hat man aber nicht immer die Möglichkeit dazu und nicht immer scheint auch die Sonne genauso. Wichtig dabei ist, dass man aber auf die Lichtverhältnisse grundsätzlich beim Fotografieren achtet. Also ich möchte euch das an diesem Bild nochmal zeigen. Und zwar schalte ich jetzt die Bearbeitungsschritte, die ich hier angewandt habe, aus. Also ich setze das mal zurück. Und dann sieht man ja, wie das Bild entstanden ist. Das war zwar sonnig, aber man sieht es auch in den Schatten hier, dass die Sonne grundsätzlich ja da war. Und war aber schon so, dass die Sonne nicht in diesem oberen Bereich des Bildes erschienen ist. Ich wollte genau diesen Ausschnitt fotografieren und deswegen hatte ich nicht die Möglichkeit, die Sonne genau an diese Stelle reinzukriegen. So. Wie geht man jetzt da grundsätzlich vor? Ich aktiviere jetzt wieder die Bearbeitung, so wie ich es bearbeitet habe. Ich werde jetzt nicht auf die Einzelbearbeitung eingehen, ich möchte jetzt wirklich nur die Technik zeigen, wie man diese Sonnenstrahlen hier reinmalt. Und zwar habe ich das mit dem Radialfilter gemacht. Ich werde den einblenden und man sieht hier die drei Punkte. Ich kann mal ganz kurz mal ausschalten, dass man sieht, wie das Ganze ohne Radialfilter wirkt. Man sieht, das Bild vom Look her ist ja auch jetzt schon deutlich besser geworden als die Originalaufnahme. Es fehlt hier aber gewisses etwas. Und das erreicht man nun wirklich dadurch, dass man hier die Sonne reinmalt. Zumal man auch hier an dem Umrissen bzw. diesen Streiflichtern sieht, dass die Sonne irgendwo da auch gewesen sein müsste. Und auch vor allem an der Richtung, wie der Schatten verläuft, sieht man das auch ganz, ganz deutlich, dass die Sonne von oben rechts kommen müsste. So, und jetzt gehe ich mal hier in einzelnen Schritten hier vor, wie man es machen kann. Ich habe bei mir eine Pinselvorgabe gespeichert, die ich immer wieder abrufe. Und diese Pinselvorgabe, die kann man auch für Radial- und Verlaufsfilter abrufen. So, wie geht das? Zeige ich euch gleich. Man klickt hier, wie gesagt, auf Radialfilter und wählt hier das zuvor gespeicherte Preset aus und dann lädt er die Einstellungen. So. Das heißt, wenn ihr das jetzt noch nicht habt, dann geht einfach auf Neu und verstellt die Regler genauso, wie die hier stehen. Das heißt, ihr geht mit der Temperatur auf 100, die Tonung bleibt bei 0, die Belichtung geht ihr bitte auf eine Stufe, also eine Blendenstufe höher, den Wert von 1 nach oben nach rechts ziehen, den Kontrast ganz nach links ziehen, auf minus 100, Lichter bleiben so, die Tiefen gehen auf 50, Schwarzwerte auf 30. Das war es im Wesentlichen. Also das führt dazu, dass man kontrastarmeres Bild bekommt mit ganz warmer Farbe, weil die Sonne ist halt sehr warm von der Farbtemperatur her. Die Belichtung etwas angehoben wird und die Tiefen und die Schwarztöne. Genau. So, und dann zieht man den Radialfilter da rein und wenn das nicht reicht, dann zieht man halt den zweiten. Und was man hier sieht, ich verkleinere den Radius, damit es einen gewissen Abfall von da nach da, also quasi einen gewissen Verlauf gibt. Es sorgt dafür, dass die Stärke des Lichtes einfach hier abnimmt. So, und wenn das immer noch nicht genug ist, also wenn man jetzt den zweiten Kreis, also den zweiten Radialfilter hier reinmalt, dann wirkt das oft auch überstrahlt, also nur weiß, weil das alles einfach überbrennt. Was normal ist für die Sonne, aber möchte ja die umgebenden Sachen, die noch, wo man noch die Zeichnung sieht, etwas bräunlich, etwas gelblicher einmalen,
dann kann man auch hier noch die Farbe festlegen. Also, und die Sonne hat meistens Sonnenlicht, also ein Orangenlicht. Also wählt man hier einfach aus dem Bereich irgendwo eine Farbe. Und das muss man dann jetzt einzeln je nach Bild halt anpassen. Also in dem Fall habe ich das so gewählt und habe hier dann noch einen ganz großen Kreis, damit die Bereiche hier drumherum noch ein bisschen Licht abbekommen. Und das wurde ebenfalls mit der orangen Farbe eingefärbt. Ja, und das erzeugt einfach diesen Effekt. Und das Bild gewinnt deutlich in der Wirkung nur durch diese drei Radialfilter. Das ist einfach Wahnsinn. Und ihr könnt es auch so machen, dass ihr sogar jetzt erstmal alle anderen Radialfilter löscht, ein Preset erstellt und so müsst ihr jetzt nicht drei Radialfilter nacheinander einmalen, sondern habt ihr so Presets, zum Beispiel so eine oben rechts. Ne? Kann man auch machen. So als Tipp. So, das Ganze kann man auch mit dem Korrekturpinselwerkzeug machen. Das habe ich jetzt in diesem Bild gemacht. Also auch hier nochmal ein Vergleich, wenn man die Einstellung zurücksetzt. So, das dauert ein bisschen, der Rechner muss ein bisschen nachdenken. Genau jetzt. Dann wirkt das Bild ein wenig flach. Und ich wollte einfach das Licht, was da oben in der Mitte kommt, nochmal betonen und den Rest abdunkeln. So, das heißt, ich aktiviere hier nochmal die Bearbeitung, so wie das vorher war. Und das gucken wir uns mal im Detail an. Also im Wesentlichen kann man hier sagen, ich habe im Bild, ja, zack, die Bereiche außen abgedunkelt, so dass die abgedunkelt sind und hier den Bereich dann auch wärmer gestaltet, dadurch, also man sieht hier durch die Wärme hier, dass dieser Bereich deutlich orangener geworden ist. Und dann habe ich auch noch mit Korrekturpinsel, also wenn man jetzt diese Vorgabe, ach so genau, übrigens, wenn man die Vorgabe speichert, also wenn ihr jetzt diese Einstellung vorgenommen habt, wie ich da vorher erzählt habe, dann geht ihr einfach auf dieses Menü und sagt, aktuelle Einstellung als neue Vorgabe speichern und dann kann man auch Namen vergeben. Ich habe zum Beispiel Sonnenlicht genannt, muss ich jetzt nicht nochmal machen. Und dann könnt ihr es immer wieder auswählen und wie gesagt, das gilt halt für alle Werkzeuge hier oben. Also, was heißt alle? Also Verlauf, Radial und Korrekturpinsel. So, das heißt, wenn ihr jetzt auf den Korrekturpinsel geht, also aktivieren, dann sieht man ja, ich habe ja hier zwei Punkte reingemalt. Ich zeige es nochmal, also ich klicke das an. Und dann kann man mit dem Häkchen hier zeigen, welche Bereiche ausgemalt sind. So, und das ist ungefähr, ne, dieser Bereich, wo das Licht da oben erscheinen soll. Und bei diesem Punkt habe ich es auch so zack, hier ein bisschen unten auch gemalt. Und man sieht es genau, ich habe genau diese Einstellung quasi hier vorgenommen. So, wenn ich jetzt, ich deaktiviere mal diese Überlagerung, mit Taste O kann man das auch deaktivieren. Das dauert ein bisschen. So, wenn ich jetzt die Korrekturpinselbearbeitung ausschalte, dann sieht man ja, welchen Effekt das hat. So, das dauert ein bisschen. So, das ist halt das Bild ohne diesen Sonnenlicht. Wenn ich das Bild so weit abgedunkelt habe, dass das der Grundbildlook stimmt, fehlt mir hier oben die Sonne und das male ich mir einfach rein. Ja, und dann hat das Bild ganz andere Wirkung. Und ich habe das auch so wahrgenommen, als ich da stand und das fotografiert habe. Nur wenn man es fotografiert, hat die Kamera einen ganz anderen Dynamikumfang als menschliches Auge. Und das kann einfach unmöglich 1:1 abgebildet werden. Aber wichtig ist, dass man das sich in Erinnerung behält, dass man schon vor Ort eine Bildidee entwickelt und dass man vor allem von vornherein weiß, was mit der Bildbearbeitung möglich ist. Wenn man das weiß, da kann man auch vor Ort die Bildideen entwickeln. Man kann ganz genau wissen, ah, okay, da kann ich Licht reinmalen, da kann ich es abdunkeln, da kann ich es heller machen. Und das muss man ja schon beim Fotografieren berücksichtigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und je mehr Bilder ihr macht und danach anschließend bearbeitet, desto besser wird eure Abschätzung davor sein und desto besser werden eure Ergebnisse sein am Ende. So, und jetzt nochmal die Königsdisziplin beim Sonnenmalen. Ich habe hier nochmal das Bild ausgesucht für euch. Und hier geht es nicht nur darum, dass man das Licht, also diesen Spot da reinmalt, sondern hier habe ich sogar noch diesen Sonnenkranz reingemalt.
Also das geht auch. Ich kann mal zeigen, wie das Bild original aussieht. So, ich komme mal ganz gut. Also ich setze mal einfach zurück. Die Einstellung zurücksetzen. So, und so kommt das Bild aus der Kamera. Ne? Und auch hier wichtig, als ich fotografiert habe, habe ich gesehen, okay, die Sonne kommt von oben rechts. Und ich wusste vor Ort ja schon, ich kann die Sonne an der Stelle auch wirklich reinmalen. Und deswegen habe ich mich konzentriert, dass die Gesamtkomposition stimmig ist und ich nicht unbedingt jetzt hier die Sonnenstrahlen erwischen muss. Genau, so, jetzt aktiviere ich wieder die Einstellung, die Bearbeitung. Und schalte wirklich dann nur wirklich auch die Sonne aus. Das habe ich in dem Fall mit Radialfilter und Korrekturpinselwerkzeug gemacht. Hier übrigens nochmal, man sieht, das ist hier ganz hier schwer zu erwischen. Und das kann man ja in Lightroom einfach mal auf eine kleinere Ansicht gehen, also das Bild minimieren und nicht reinzoomen. Das geht auch hier einfach statt ranzoomen auf ein Viertel gehen oder auf ein Achtel gehen, je nachdem, wie weit man vom Bild entfernt sein möchte. So, jetzt kann man hier wunderbar sehen, ich habe wieder ungefähr die gleiche Position. Ich habe das etwas abgeschwächt. Man kann übrigens hier, wenn man auf ein Dreieck klickt, auf diesen Pfeil hier, dann kann man auch die Intensität des Ganzen etwas verringern, damit alle Einstellungen proportional zueinander reduziert werden. So. Wenn ich jetzt den Radialfilter abschalte, dann sieht man ja, dass die Helligkeit nicht da ist. Also man sieht diese Sonnenkranzstrahlen immer noch, weil die extra mit dem Korrekturpinsel nachgemalt sind. Aber man sieht halt diese Grundhelligkeit der Sonne hier nicht. So, und das bewirkt dieser Radialfilter hier. Und nun zeige ich euch, wie man auch diese Strahlen reinmalen kann. Also ich kann, das ist ja mein Korrekturpinsel. Wenn ich den jetzt abschalte, dann sieht es halt so aus. Ist auch, hat schon was, aber es fehlt hier was im Bild, ganz eindeutig. Und normalerweise ist es auch so, wenn man jetzt direkt in die Sonne fotografieren würde, bei einer großen Blende, beziehungsweise also bei einer hohen Blende, das heißt so bei Blende 16 bis 22, dann entstehen automatisch diese Strahlen, ne, dieses Kranz, Sonnenkranz. So, habe ich jetzt nicht direkt ins Objektiv reinbekommen, man kann es aber nachträglich reinmalen. Und wie geht das? Ich blende euch jetzt mal die Überlagerung ein. Genau. So, wo ist das? Der Rechner muss ein bisschen kämpfen mit dem Screen Capture Software. Aber das macht nichts. Ich probiere es einfach nochmal. Ja, genau, da ist es jetzt. So. Und wie erreicht man diese geraden Linien jetzt so? Das geht mit einem kleinen Trick. Also ich grundsätzlich wähle hier den Korrekturpinsel aus, dann wiederum diese Sonnenlichtvorgabe, wie schon vorher gezeigt, genauso. Und wenn ich jetzt das Ding einfach mal lösche, diesen Punkt, und damit ich euch das von Anfang an zeigen kann, wie ich es gemalt habe, ich entferne das mal. So, und jetzt fange ich so an, dass ich aus der Mitte hier meinen kleinen Pinsel mache, also einen kleinen Radius, einen Fluss etwas erhöhe, damit das Auswirkungen hat. So, und jetzt reinklicke. Einfach nur reinklicken. Jetzt loslassen. Jetzt drückt ihr bitte die Shift-Taste und überlegt, wie der Sonnenstrahl verlaufen könnte. Also einfach gerade links nach unten. Und verringert ein bisschen die Spitze. Das heißt, jetzt könnt ihr mit dem Scrollrad ein bisschen die Spitze verringern, damit die Kleine am Ende, also spitz zuläuft quasi. Und Shift-Taste gedrückt halten und die Maustaste betätigen. So, jetzt sieht man ja, also das ist jetzt rot, das ist halt die Überlagerung. Ne? Die kann man jetzt deaktivieren. Und da sieht man jetzt einen Sonnenstrahl. Und so könnt ihr halt diese Strahlen jetzt nacheinander einmalen. Also das ist jetzt natürlich Fleißarbeit. Und übrigens muss es genau andersrum sein. Also es muss, das ist mir jetzt aufgefallen. Ich mache es nochmal. Es muss einfach klein anfangen und dann größer werden. Genau.
So, genau. Jetzt wieder kleiner machen. Nicht antippen an der Stelle, sondern an der. Jetzt wieder größer machen. Und so weiter. Ne? Also jetzt das Prinzip versteht ihr. Und dann könnt ihr natürlich die Gesamtintensität hier nochmal verringern. Dass es natürlicher wirkt. Ne? Und dann noch ganz wichtig, an den Stellen, wo es normalerweise nicht scheinen könnte, weil es von Objekten bedeckt wird, dann natürlich löschen. Das heißt, ihr geht einfach wieder auf die Pinselspitze und sagt einfach löschen. Und jetzt habt ihr ein Löschwerkzeug und das kann man hier so ein bisschen die Strahlen wegmalen. Also löschen. Es ist jetzt natürlich auch ein bisschen mehr Arbeit, klar, aber dafür wirkt das Bild dann nochmal deutlich anders als alle anderen Bilder. Also das ist genau das. Also ich habe das Bild zum Beispiel veröffentlicht und das hatte richtig viel Feedback bekommen. Und ich glaube, das ist einfach von der Gesamtbildwirkung dann bei Leuten so im Gedächtnis bleibt, weil das einfach anders ist als alle anderen Bilder. Und das ist halt, worauf es ankommt. Genau, das wollte ich euch mitgeben als Tipp. So, nun habt ihr gesehen, wie einfach das geht. Probiert die Technik aus, schreibt mir dazu die Kommentare, ob das euch gefallen hat und ob ihr da die Bilder damit umsetzen konntet. Und am besten postet mir auf Instagram eure Beispielbilder, die ihr damit bearbeitet habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.